Ich habe ja neulich schon mal kurz über das Buch Maya von Thilo Nemitz geredet. Das hat mir der Autor selber zugeschickt. Bin jetzt aber schon ein gutes Stück weit in dem Buch vorangekommen und muss sagen, es gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Einfach schon mal deshalb, weil der Autor ein sehr guter Stilist ist, finde ich. Wird aus der Perspektive von einem Menschen aus unserer Welt, so einem Average Joe, geschrieben, der irgendwie einen Job im Marketing hat und sein Leben hasst und depressiv ist und so. Die Stilebene, wie er so über sein Leben schreibt, spot on, finde ich. Wenn jemand sprachlich so gut einsteigt, dann hat er bei mir schon mal auf jeden Fall viele Punkte gemacht, wo ich auf jeden Fall Lust habe, weiterzulesen. Also ganz davon abgesehen ist das Buch offensichtlich auch gut lektoriert. Ich kriege immer wieder Texte zugeschickt von Neuautoren, von Self-Publishern und so. Und wenn ich da halt auf der ersten Seite gleich drei Rechtschreibfehler sehe oder Satzbaufehler, ich sag's ganz ehrlich, ich nehme das Buch dann wirklich deutlich weniger ernst. Allein das kann schon dafür entscheidend sein, dass jemand euer Buch eben nach den ersten Seiten weiterliest oder nicht. Und ich freue mich, drauf, auch den Rest zu lesen hier auf jeden Fall.